Starke Regenfälle haben ab dem Donnerstagnachmittag Teile des Vogtlandes unter Wasser gesetzt. Innerhalb kürzester Zeit fiel so viel Regen wie sonst im gesamten Monat Mai, hieß es von Wetterexperten. Die Talsperre Pirk war so voll, dass sie kontrolliert abgelassen werden musste. Die Puffer waren komplett gefüllt. Das Schauspiel zog natürlich auch zahlreiche Schaulustige an. Lange konnten sie das Spektakel aber nicht verfolgen, da die Polizei ihnen Platzverweise aussprach. Durch die Wassermassen hat sich das Elstertal innerhalb kürzester Zeit in einen See verwandelt. Durch den Starkregen wurden auch viele Straßen im oberen Vogtland über- oder auch unterspült. Wie groß die Schäden waren, ließ sich zunächst nicht abschätzen. Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk rückten zu rund 250 Einsätzen aus. Dabei konnten sich die Einsatzkräfte zunächst nur auf die Schadensbegrenzung im öffentlichen Raum konzentrieren. Beim Auspumpen vollgelaufener Keller war zunächst Selbsthilfe angesagt. Trotz des schnellen und unermüdlichen Einsatzes der Kameraden blieben Schäden an den Fahrbahnen nicht aus, sodass einige Straßen noch längere Zeit gesperrt bleiben müssen. Einschränkungen mussten auch die Fahrgäste der Vogtlandbahn in Kauf nehmen. Zwischen Weischlitz und Bad Brambach wurde der Bahnverkehr eingestellt, weil die Gleisanlagen überspült wurden. Erst im Laufe des Freitags war eine Begehungsfahrt möglich, um die Schäden zu begutachten. Der Bürgermeister von Oelsnitz rief die Bevölkerung per Facebook dazu auf, beim Befüllen und Stapeln von Sandsäcken zu helfen. Zum Teil waren aber auch die Feuerwehrleute von den Wassermassen betroffen. In Mühlhausen stand das Feuerwehrhaus unter Wasser, sodass die Kameraden nicht an ihre Technik kamen. Besonders schlimm betroffen war Sohl, Ortsteil von Bad Elster. Gerade waren die Außenanlagen des Hotels Haus Vogtland fertiggestellt. Nun müssen die Arbeiten von Neuem beginnen. Das Wasser hat so gut wie alles zunichte gemacht. Ebenfalls betroffen ein Garten- und Forstunternehmen am Rauner Bach in Sohl, der sich unbarmherzig seinen Weg ins Tal bahnte. Auch ein Supermarkt an der B92 in Adorf hatte mit der Überschwemmung zu kämpfen. Er musste mit Sandsäcken gesichert werden, um das Schlimmste zu verhindern. Viele Autofahrer versuchten noch, ihr Ziel zu erreichen, doch an einigen Stellen war das aussichtslos. Und wer es nicht schaffte, mit seinem Wagen rechtzeitig in Sicherheit zu kommen, dem blieb nur noch das Abschleppen. Ein Blick auf die Wasserstände und Durchflussmengen der Flüsse zeigt, wie schnell das Wasser kam, wie schnell es aber auch wieder zurückging, wie hier am Pegel Straßberg, wo ein Wasserstand von fast 4 Metern erreicht wurde. Im Laufe des Freitags gingen die Wassermassen dann stetig zurück. Die Schäden allerdings werden die Menschen in den kommenden Wochen weiterhin beschäftigen. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt einen Mann, den Sie sonst eigentlich auf dem Bildschirm nicht sehen, aber ohne den Sie auf dem Bildschirm auch nicht sehen könnten. Ich begrüße ganz herzlich unseren Vogtland-Reporter Hans Küffner aus den Fluten. Du hast es rausgeschafft. Ja, ganz so schlimm war es heute bei Weitem nicht mehr. Gestern war natürlich das Gros und das meiste, was vom Himmel runterkam heute, hat sich das alles ein bisschen entschärft. Nichtsdestotrotz gab es noch einige Sperrungen und das ist halt immer das Problem, die aussagekräftigen Bilder einzufangen und trotzdem nicht irgendwie mit der StVO in Konflikt zu kommen. Ja. Apropos Bilder, da könnten wir mal noch eines erwähnen. Nicht alles, was wir gesehen haben, das ist tatsächlich aus deiner Kamera. Du hast genügend Leute, die gesagt haben, dem Hans schicken wir jetzt ein paar Bilder. Und da hast du gesagt, also da sollten wir uns bedanken. Da kam einiges an Material auch, ne? Das ist richtig. Ich habe halt einmal in Sohl gewohnt und meine Kollegen von damals waren so nett und haben mir quasi vom gestrigen Abend Bilder geschickt, die natürlich bei Weitem aussagekräftiger sind als das, was heute aufgenommen werden konnte. Aber immerhin konntest du jetzt schon mal so ungefähr abschätzen, wenn die Wassermassen weg waren, wie sieht es denn aus? Ist viel kaputt gegangen? Also die eine Straße hatten wir gesehen, die ist wahrscheinlich noch wochendicht. Ja, also ich denke, die B92, die ist heute schon wieder in Betrieb und ohne große Probleme wieder befahrbar. Aber eben die Richtung unter Hermsgrün, die war schon, denke ich, also die braucht eine Weile. Das war ja richtig aufgebrochen, der Asphalt und unterspült. Okay. Eine interessante Sache hatte mein Kollege noch erzählt, was die Sperrungen betrifft. Heute fuhren da einige auch durch die Sperrungen durch und es gab da auch keine Probleme. Man kam schlicht und einfach nicht hinterher, die wegzuräumen. Aber bei allen anderen Straßen waren sie berechtigt und dann standen die Leute im Wasser. Ne? So war das.
Den Eindruck hatte ich, dass, wie gesagt, bestimmt einige Sperrungen noch standen von gestern, wo es ja akut war. Und heute standen sie halt auch noch. Und eigentlich ist jeder zweite, dritte durchgefahren. Herdentrieb hinterher. Ja, aber es war definitiv so, dass das dann schon gerade in Oelsnitz, die Umgehungsstraße, die war definitiv frei. Okay. Aber die Sperrung stand eben noch. Dann danke ich dir, dass du vor allem dich auch in das Gefahrengebiet reingewagt hast mit deinem privaten PKW und dass du aber wohlbehalten wieder zurück bist. Danke dir, Hans.